Heute haben wir mal eine extrem interessante Kombination. Wir kombinieren ein FNAF-Fangame mit einem offiziellen FNAF-Game. Five Nights at Candy's in FNAF 3. Was dabei rauskommen soll, gute Frage. Ich weiß auch nicht genau. Müssen wir uns anschauen, Freunde. Lasst mir mal einen Daumen nach oben und ein Abo hier auf dem Channel da, damit wir noch die 100.000 Abonnenten knacken. Es ist ja fast schon soweit. Und wir gehen mal direkt rein, Freunde. Five Nights at Candy's in FNAF 3. Ich bin gespannt, wie die das miteinander vereinen wollen. Wir sind im FNAF 3 Büro. Wir haben hier unsere Cams. Da ist Springtrap. Moin. Hi. Geht gut, oder was? Alles easy? Oh, er ist direkt hier. What? Was ist das für ein... Alter. Guck mal, der... Guck mal, guck mit dem rechten Auge in die linke Hosentasche. Wo guckt er denn hin? Er kann alle Personen viermal sehen. Bro, was geht ab? Was ist das als für ein Geräusch? Er ist hier. Oh, was ist jetzt los? Oh! Springtrap kommt ins Büro. Wir haben auch noch Ventilation-Probleme. Wir checken Cams. Und da. Springtrap ist wieder weg. Springtrap ist zurück im Eingang. Da ist Candy! In der FNAF 3 Location. Candy wird aktiviert. Oh, haben wir gleich Candy versus Springtrap? Würde ich ja feiern. Das ist übrigens Five Nights at Candy's 1 bis 5, Freunde. Five Nights at Candy's sind FNAF 3 1 bis 5. Mehrere Parts. Das geht jetzt voll ab. Was ist denn jetzt los? Er hat Angst. Wow. Wovor hat Springtrap denn... Huh. Jetzt weiß ich, wovor Springtrap Angst hat. Oh oh. Das gibt Ärger, liebe Leute. Springtrap ist zurück. Lebt er noch? Oh! Yo, das ist ja mal mega krass. Warum taucht Springtrap nicht so auf? Wäre viel cooler. Ist er deaktiviert? Nee, oh! Ah, ich dachte, das wird mehr so ein Candy versus Springtrap Video. Ich wusste nicht, dass Candy Springtrap einfach nur die Arbeit abnimmt. Oh, was ist das? Ist das Red Animatronic? Oder ist es... Ah, der Candy wird erstmal aktiv. Grüß dich, moin. Ist das das... Nee, das ist Bonnie. Oder... Oh! Ja, Withered... Withered Bonnie! Sind wir in FNAF 2? Ich glaube schon, oder? Oh oh. Toy Bonnie ist da. Night Guard hat die Maske auf. Toy Bonnie rafft gar nichts. Er war doch eben noch hier. Ganz wilde Nummer. Ja. Toy Bonnie rennt auch wieder raus. Und, oh, was ist das jetzt? Wer kommt jetzt? Oder ist es jetzt Candy? Ja, Candy ist im Büro. In FNAF 2, let's go. Mit seiner Krawatte, so ein Feini. Bro, setz die Maske auf, oder? Oder was macht er? Wow! Oh, no, no! Dem Night Guard geht's auch gar nicht gut. Generell, geht's irgendwann mal einem Night Guard gut, Freunde? Ernsthafte Frage. Oh, was ist das denn? Kleiner Candy und kleiner Foxy? Wieso hat er Totenköpfe in den Augen? Sharingan, einfach das Sharingan. Er hat auch das Sharingan. Wahrscheinlich, oder? Was seid ihr denn für eine Bande? Was habt ihr vor? Hä?
Was machen die denn da? Da steht der andere Candy. Da sitzt noch ein Candy. Seine Augen wechseln hier jetzt als Totenkopf. Was war das? Wirklich? Wo sind wir hier? B. B. Was war das? Ein Flugzeug. Bonnie und Freddy fliegen Flugzeug. Wo fliegen die hin? Tja, Freddy. Wir müssen diese Aufnahmen zurück zur Basis bringen. Was für Aufnahmen? Balloon Boy ist so nutzlos, ne? Er steht einfach nur da und lacht. Zu mehr ist aber auch nicht zu gebrauchen. Ich meine, was willst du machen? Der ist halt wirklich, nutzlos. Was macht er denn da? Ihr wollt mich ausspionieren? Naja, check das mal aus. Was hat er da? Eine Kanone? Bereit dich darauf vor. Was hat er da? Ist das so eine Turbokanone jetzt? Was schießt er da raus? Irgendwas Dummes, oder? Ein Ballon? Er hat geschossen, aber nichts passiert. Hä? Oh no, er hat uns getroffen. Mayday, Mayday. Aber mit was hat er... Ich habe nichts fliegen sehen. Mit was hat er geschossen? Ja, scheinbar hat er sie getroffen. Die stürzen jetzt ab. Ah, das war doch noch eine entspannte Landung, oder? Wer knurrt denn da jetzt? Na? Das sieht nicht gut aus, Freddy. Warum, Bonnie? Die beiden sind hier abgestürzt. Ich glaube, die werden beobachtet auch von irgendwas oder irgendwem. Was haben wir hier? Irgend so eine... Was ist das hier? Die NASA-Zentrale? Nee. Irgendeine Kriegs... Was weiß ich, Waffenzentrale. Datalink. Das Ding ist fleißig am Arbeiten. Und Balloon Boy ist da. Oh nein, was hat er vor? Balloon Boy, mach's nicht. Wo ist überhaupt Candy? Wo, oh, wer ist das denn? Was geht denn da jetzt ab? Spy 1 reporting for duty. Spion 1 meldet sich zum Dienst. Cool. Na, was redet Balloon Boy? Wen hat er denn jetzt verpfiffen hier? Lass Freddy und Bonnie nicht hier reinkommen. Sag mal, ist Balloon Boy hier der große Oberbösewicht? Wer hat denn ihm die Stelle gegeben? Das kann doch nicht sein. Der sieht viel zu dullihaft aus. Das geht doch nicht. Okay, Bonnie ist irgendwas am Reparieren. Na? Oh, oh, das wird nichts. Schiff ist hinüber, oder Flugzeug besser gesagt. Ist ja kein Schiff. Das Ding ist kaputt, Mann. Wir müssen zu Fuß weiterlaufen. Okay. Dann mach das. Aber der Spion kommt ja schon, um die beiden aufzuhalten. Ich glaube nicht, dass das so einfach wird. Zu Fuß da rein. Siehst du das? Was? Ist der Spion schon da? Gibt's schon Stress? Nee. Was? Mangle? Mangle. Was soll das? Ist das eine Ablenkung? Oder kann Mangle denen helfen? Wen will dieser Noob reinlegen? Alter, Bonnie hat direkt ein Schwert gezückt. Chill mal. Was geht denn jetzt? Oh, Mangle ist aber auch sauer, oder was?
Entspannt euch mal alle. Was geht ab? Ah! Ah, das geht ab. Der Agent ist Mangle. Was zur Hölle? Das schiebt aber schon wieder ganz anders hier, Freunde. Was denn das bitte? Ich wusste es. Zeit, diesem Clown eine Lektion zu erteilen. Let's go. Was machen die jetzt? Fighten die jetzt oder was? Geben die sich jetzt gegenseitig Saures? Jo, was? Ey, tretet meinem Robo-Jutsu gegenüber. Ihr habt keine Chance. Sein Robo-Jutsu. Bereite dich darauf vor, zu Schrott verarbeitet zu werden. Dann werde ich dich einschmelzen. Der ist vermutlich stärker, als er aussieht. Aber mal sehen. Bonnie hat doch ein Schwert. Wie schwer soll das schon sein? Aber in der Ansicht hat Bonnie... Was macht er denn? Ein Feuerball? Hä? Was geht denn jetzt ab? Minus 100. Was ist das hier für ein Fight, den wir hier sehen? Bubble, Bubble, Trouble. Ah, jetzt hat Bonnie das Schwert in der Hand. Ja, was schaue ich mir hier an? Minus 129. Erstmal ordentlich einen reingewürgt. Alter, was geht denn hier ab? Oh. Minus 200. Ordentlich Damage gemacht. Freddy macht hier den Schockball. Let's go. Und das macht... Junge, sieht das kacke aus. Er tanzt einfach so dumm rum und das ist der Mad Dance. Okay, Bonnie macht hier die Two Cuts, zwei Schnitte Attacke. Und der Roboter beschwört Purple Man, Purple Guy. What? Wieso kann der Purple Guy beschwören? Wow, minus 666. Ja, viel zu krass, Mann. Gas Shot. Er schießt mit Gas? Hä? Mimik? Oha? Oh, er imitiert Bonnie. Natürlich. Wen auch sonst? Bonnie ist schon ganz verwirrt. Bonnie ist sauer. Weil der Mimik ihn schlecht nachmacht. Let's go. Dann schnitzel ihn weg, Bonnie. Let's go. Rein da. Chop, chop. Jetzt kann er die Attacke auch. Minus 100. Boah, ich dachte gerade kurz, Freddy wurde besiegt. Aber Freddy macht den Mic-Trick. Mikrofon-Trick. Minus 100. Ey, wie viel hält er denn aus? Spybot beschwört Toy Bonnie. Warum kann der Toy Bonnie beschwören? Warum kann Toy Bonnie fliegen? Warum kann Toy Bonnie eine Gaswolke machen? Was zur Hölle geht denn da ab? Was bin ich sehend? Minus 300, minus 300. Viel zu viel Damage, die hier kriegen. Können die Toy Bonnie überhaupt besiegen? Schwerttrick. Was ist denn der... Minus 100. Mic Shot. Plop. Minus 100. Juckt ihn aber nicht. Wir bräuchten den Lebensbalken. Er macht hier Flammenwand. Flamebuster. Und jetzt? Bonnie und Freddy beschwören Toy Chica? Die beiden zusammen können auch jemanden beschwören. Und zwar Toy Chica. Toy Chica macht jetzt den Blizzard. Und damit
Minus 2000! Reicht das, um ihn zu besiegen? Ich glaube, ihm geht's nicht so gut, oder? Er hat sich zurückverwandelt. Screw you guys, I'm out. Er haut einfach ab. Er hat gesagt, ihr Säcke, lasst mich in Ruhe. Okay, er schafft es auf jeden Fall nicht, die Anlage zu verteidigen. Die beiden können doch jetzt einfach reinmarschieren, oder nicht? Und niemand kann sie aufhalten. Oder? Wow, das war ein Hut? Was ist denn ein Hut? Hut-Hut? Hut-Hut ist ein Pokémon. Ja, wir beeilen uns besser, bevor noch mehr kommen. Noch mehr Spybots? Noch mehr Spionroboter? Nächstes Mal packen wir ein bisschen Pizza ein, nur für den Fall. Okay. Sag mal, ist das eine komplette Serie hier, wo die dann da auch irgendwie einbrechen oder was? Wir müssen auf jeden Fall noch eine Folge gucken. Freunde, Daumen hoch, wenn ihr hiervon noch eine Folge sehen wollt. Sie sind zu stark. Wir müssen die Heavies rufen. Wen? Bitte? Wie war das? Ich weiß, ich wusste, ich hätte einen besseren Bot hinschicken können. Die Welle 2 wird nicht versagen. Oh oh, Balloon Boy hat noch einen Plan B auf Lager. Ich bin mal gespannt. Aber Freunde, wie gesagt, wenn ihr mehr von der Serie sehen wollt, Daumen nach oben. Wir sehen uns wie immer beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dahin.